Nach Liebeshoh 1, diese DSDS-Stars trällern sich ins Aus. Für die diesjährige Top 10 von Deutschland sucht den Superstar ging es heute Abend ans Eingemachte. In der ersten Liebeshoh der Staffel mit dem Motto Disco Fox mussten die Nachwuchssänger zu den größten Tanzhits aller Zeiten auf der Bühne alles geben. Was für die einen zum absoluten Traumauftritt wurde, ging für die anderen leider total daneben. Besonders hart, dieses Mal mussten gleich zwei der Teilnehmer die Koffer packen. Für Emilija Mihailova und nahm der Showabend keine gute Wendung, die Zuschauer wollten sie nach ihren Performances zu Katki und Sophia nicht mehr wiedersehen und schickten sie mit den wenigsten Anrufen gnadenlos nach Hause. Für die Jury kam das nur zum Teil überraschend. Schon in seinem Urteil stellte Dieter nach dem Auftritt von Sexbombe fest, ob es bei Für dich weitergeht, wage ich zu bezweifeln. Für Publikumliebling, 16, den auch schon die Promiflash-Leser in einer Vorab-Umfrage ganz vorne sahen, war das Weiterkommen eine reine Formsache, mit ihrer Performance von Marianne Rosenbergs, 63, er gehört zu mir sorgte sie nicht nur für Jubelstürme im Studio, sondern auch für eine begeisterte Jury. Ja endlich, 33, ließ sich sogar zu einem vielversprechenden Start vehement hinreißen. Ich möchte es noch einmal loswerden, du hast für mich das Zeug, dieses Ding zu gewinnen. Auch Dieter hatte im Vorfeld bereits erklärt, dass die Schülerin eine finalwürdige Stimme habe.